Okay. Dies ist eine Ampel mit Fußgängerlampe. Die schaltet auch automatisch oder manuell. Also diese Lampe bewirkt, wenn sie zu warm wird, dass die Ampel umschaltet. Und der Sensor ist, dass wenn man die Hand zum Beispiel dazwischen macht, dass die Ampel defekt wirkt. Man muss kurz warten, bis es umgeschaltet hatte. Da sieht man es jetzt, die Ampel ist defekt. Und dann ist ja auch noch, wie halt normal auch, hier nochmal ein Knopf, damit es direkt umschaltet. Damit die Fußgänger halt auch sagen können, wir wollen jetzt da halt drüber laufen über die Straße. Das sind halt diese drei Sensoren. Und hier ist unsere Schaltung. Je nachdem, was passiert, entweder wird die Lampe zu warm, man drückt den Knopf oder man hält die Hand, oder man hält halt die Hand dazwischen. Ja. Je nachdem, wie das halt ist.